So, to our next talk. Also zu unserem nächsten Talk. Where information is stell dich eine Welt vor, wo Information über die ganze Erde übertragen wird. Und das auch noch umsonst. Es gibt eine Firma, die das macht. Die nennt sich Autonet. Die machen das mit Satelliten. Und leider sind ein paar der Produkte von Autonet noch Closed Source. Und wir haben jetzt einen Vortrag, wie man das Ganze reverse engineert. Und eine Runde Applaus für Daniel Esteves. Funktioniert's? Vielen Dank für die Einführung. Vielen Dank auch an das Organisationsteam. Und los geht's. Am Anfang erstmal was über mich. Das ist das erste Mal, dass ich hier auf dieser Konferenz spreche. Ich komme aus dem Mathebereich. Ich mache gerade meinen Doktor in Mathe. Es hat im Moment nichts zu tun mit Radios oder Autonet. Und ich habe auch noch einen wissenschaftlichen Hintergrund. Und ich habe vor ein paar Jahren angefangen, Amateurfunk zu machen. Und ich habe auch einen UK Call Sign, falls mich irgendjemand erreichen will. Das gehört zu diesem Talk, weil ich in meinem Hobby Signale empfangen habe, die ich versucht habe zu entschlüsseln. Verschlüsselung für Amateurfunk ist verboten. Das ist ein Teil der Community, weil es normal ist, dass die Amateure über den ganzen Frequenzbereich zuhören und dass es keine privaten Gespräche sind. Und es ist total normal, herzugehen und deine Frequenz zuzuhören und das Ganze zu entschlüsseln. Und es gibt viele kleine Satelliten, die von Universitäten hochgeschickt werden und die übertragen meistens Daten. Und was interessant ist, ist, wie man diese Signale entschlüsseln kann, gibt es die total öffentlich. Also man hat ein bisschen Arbeit zu tun, um das Ganze zu entschlüsseln. Und das habe ich jetzt schon seit 2 Jahren gemacht. Und das gab mir ein bisschen Erfahrung, als ich mit Autonet angefangen habe. Also genug von der Einführung. Also was ist denn Autonet überhaupt? Also man hat einen geostationären Satelliten, der eine feste Position hat, wenn sich die Erde unter ihm wegdreht. Und es gibt was auf Wikipedia. Die Bandbreite reicht einfach nicht aus. Naja, dann gibt es das Signal. Und den Decoder für Autonet, aber die Spezifikationen sind nicht offen. Und wir wollen aber einen Decoder bauen, der wirklich funktioniert, und ich erkläre jetzt mal, wie das funktioniert. Drittens haben wir dann natürlich das RF-Signal, und wir werden das in Bits und Frames zerlegen. Und was machen wir mit denen dann? Wir wollen am Ende ja dann Files rausbekommen. Und dann gibt es auch so ein paar unterschiedliche Sachen. Also, was ist Autonet? Autonet ist eine Startup-Firma. An vielen Stellen an der Welt kriegt man Internet nicht sehr leicht. Selbst wenn man einen Downlink hat, dann wäre das schon mal klasse. Stellen Sie sich vor, Sie sind in der Mitte von Afrika. Es ist unmöglich, dort ein gutes Internet zu bekommen. Aber was man bekommt, ist Satellitenempfang. Wie wäre es, wenn man hier einen Downlink hätte vom Satelliten und plötzlich Informationen aus Wikipedia bekommt und Nachrichten und so weiter? Das ist das Ziel
Und diese Firma heißt Autonet. Sie haben angefangen zu senden als digitale Fernsehstation, haben dasselbe Equipment, was auch in Europa zum Beispiel verwendet wird, um digitales Fernsehen auszustrahlen, zu empfangen. Und daher gab es eine Set-Top-Box für den Empfang. Das funktioniert deswegen, weil im DVB-S und S2 normalerweise digitales Video und MPEG und so weiter embedded werden kann. Aber man kann auch anderes embedden. Man kann auch Files einbetten. Das Problem damit ist, dass die Satelliten nur sehr scharf fokussierte Strahlen, Beams haben und die Coverage ist nur Teile von Europa. Ein anderer Satellit deckt dann wieder Teile von Middle East ab. Man bräuchte also 10 oder 20 Satelliten, um die ganze Welt abzudecken, wenn man die ganze Welt abdecken möchte. Das war also ein Problem für sie und es schien fast unmöglich. Und deswegen sind die auf L-Band gegangen. L-Band ist um 1,5 Gigahertz, ungefähr wie GPS, so ungefähr. Und da sind sie die Einzigen, die dort sind, die broadcasten nur im L-Band. Mit Inmarsat-Satelliten. Inmarsat ist eine ganz große Satellitenfirma. Die übertragen differenzielle GPS-Informationen, Informationen für Flugverkehr und so weiter. Und im Prinzip geht es einfach, man muss ihnen bloß Geld geben und sagen, wir haben einen kleinen Kanal und ja, dann übertragen die das. Und das haben sie gemacht. Sie haben jetzt also 3 Satelliten, einen für die Amerika, einen für Europa und Afrika und einen für Asien-Pazifik-Regionen. Das ist eine echt breite Coverage. Nur in den Nähen der Pole geht das nicht, weil natürlich geostationäre Satelliten, die in der Nähe vom Äquator sind, nicht übertragen können. Also fast weltweite Übertragung. Was braucht man jetzt, um das zu empfangen? Schauen wir uns erst einmal die Hardware an. Ihr braucht eine L-Band-Antenne. Normalerweise hätte man eine Patch-Antenne, so ein Quadrat, ungefähr so groß. Man kann es auch ein bisschen kleiner machen. Das funktioniert ganz gut, aber wenn man eine Satellitenschüssel hat, ungefähr 1 Meter groß im Durchmesser oder 60 Zentimeter im Durchmesser, dann gibt es einen viel, viel besseren Empfang, kriegt man einen viel besseren Empfang. Und es gibt Leute, die das machen und es ist echt fantastisch. Man braucht ein LNA, das ist ein Vorverstärker. Also wenn nicht der Empfänger direkt neben der Antenne steht, dann braucht man eine Verstärkung. Und normalerweise macht man das mit so ein bisschen Hardware, was eben LNA heißt. Und es passt zwischen die Antenne und den Receiver. Als Receiver kann man jedes Software-Defined Radio verwenden, jedes SDR, aber Autonet unterstützt nur diese RTL-Dongles, die sehr populär sind. Die meisten von euch sollten den kennen. Diese RTL-SDR-Dongles sind echt populär. Und natürlich kann man die Software in jedem Computer laufen lassen, aber diese Software, die ist gedacht, nur auf einem einzelnen Board, auf einem einzelnen Chip zu laufen. Der Chip kostet $5 oder so. Oder vielleicht ein Raspberry Pi 3. Der Gedanke ist, dass man eine selbst-contained Bauanleitung hat, einen Standalone-Computer, und der macht dann das Ganze dekodieren und bekommt die Files vom Satelliten, wird dann zum Wi-Fi-Hotspot, man kann sich da einloggen, man kann die Files rüberkopieren und auf sein eigenes Device zurückkopieren. Autonet verkauft das als Kit auf der Webseite oder man kann online das auch überall kaufen und es kostet echt nicht viel. Was die Software angeht, gibt es das RxOS. Das ist ein Linux-Bild, ein Linux-Image, die man auf seinen ARM-Computer drauf flasht und das macht dann die Dekodierung. Man kann sich einloggen, wie schon gesagt, all diese Dinge.
und dann die Files kann man herunterladen. Die meiste der Software ist Open Source, aber das Problem ist, dass der Kern des Systems, den man braucht, um die Files zu holen, der ist Closed Source und den kriegt man nur als Binary. Ja, es ist irgendwie schon ein Problem, weil nämlich dieses Binary gegen GPL-Libraries linkt, für den RTL-SDR-Dongle. Die sind also nur GPL, nicht LGPL. Und ich bin ja kein Anwalt, aber ich glaube, das könnte eine Verletzung der Lizenz sein. Ich habe das mit Autonet darüber gesprochen und denen scheint es wurscht zu sein. Naja, wie auch immer. Also am wichtigsten das Protokoll und die Modulation und das Format des Signals, wie das alles funktioniert. Ist geheim und wird auch in diesem geschlossenen Source Code versteckt. Also warum habe ich mich dazu entschlossen, das Ganze zu reverse engineeren? Also als erstes, die Idee, dass man Internet über den ganzen Kontinent verteilt, über Broadcast, über Satelliten, fand ich wirklich cool. Aber ich habe mir gedacht, dass geheime Protokolle da der falsche Weg dazu sind. Man sollte offene Formate verwenden. Und viele der Amateurfunker haben damit angefangen rumzuspielen. Und es macht echt Spaß, weil die meisten, weil das Amateurband 1,1 GHz ist. Was man als Amateurfunker benutzt, ist teuer. Und da brauchen wir ein bisschen Geld, um da reinzukommen. Und man kann, indem man das Kit kauft, da recht billig reinkommen und mit Mikrowellenstrahlen zu spielen. Und wie ich davor gesagt habe, dass Closed Source auch schlecht sind für Amateurfunker. Also was hatten wir, bevor wir angefangen hatten? Wir hatten den Receiver, der eine schwarze Box war. Und wir haben das Signal reingeschickt und dann kam Internet auf der anderen Seite raus. Und das sind natürlich Zahlen von Autonet, dass es 2 Kilobit pro Sekunde sind. Wenn man aber das den ganzen Tag laufen hat, bekommt man so circa 20 Megabytes. Ich hatte auch Zugang zu der Closed Source Software. Ja, man kann es einfach runterladen, aber es ist Closed Source. Und ich habe mir vor allem den AMD 64 Teil angeguckt. Das ist eine neuere Version und der Support für Intel-Prozessoren wurde eingestellt. Und der Closed-Source-Teil hat 2 Teile. Das eine ist das SD100, das ist der SDR-Empfänger. Das ist der zu dem RTL-Empfänger redet. Und die Bytes werden dann in den Daemon geschickt. Und das macht dann die ganze Arbeit, die Dateien zu entpacken und weiterzuhalten. Und ich hatte auch einen Zugang zu IQ-Recordings von Scott Capman. Und ich hatte leider keinen Empfänger für Autonet. Aber heutzutage ist es viel, viel leichter, zu einem Amateurfunker zu gehen, der schon das Equipment hat und sagt, kannst du das mal aufzeichnen? Und ein paar Tage später kriegt man dann die Aufnahmen und konnte damit anfangen zu arbeiten. Und jetzt schauen wir mal, wie wir von RF zu den wirklichen Bits kommen. Wenn man das RF-Signal anguckt, kann man mit meinem Lieblings-SDR-Empfänger, es ist nicht wirklich berühmt, aber es funktioniert. Das ist das Waterfall-Diagramm. Auf der linken Seite sieht man das Autonet-Signal. Das sind stärkere Signale, wo ich nicht sicher bin, ob sie nicht DGPS oder Flugzeugverkehr sind. Und hier kann man ein bisschen Paketdaten sehen, aber das ist das Erste, was man sieht.
nur das Waterfall-Diagramm. Aber in dem Waterfall, das Einzige, was man sehen kann, ist, dass man 4,8 kHz breit ist, aber es hat kein Muster. Es sieht einfach aus wie ein Strich. Es ist einfach 4,8 kHz breit. Es sagt, wenn man gut genug Modulation verwendet, dann sieht man keine Eigenschaften in dem Waterfall-Diagramm. Was machen wir? Wir haben so ein bisschen Erfahrung mit Satellitenkommunikation. Die benutzen meistens PSK-Modulation über die Kanäle oder BPSK, NQ, PSK. Es könnte auch QAM sein, aber wir vermuten, dass es BPSK oder QPSK die wahrscheinlich Kandidaten sind. Also benutzen wir GNU Radio, um das Signal zu verarbeiten. Ist hier irgendjemand hat irgendjemand Erfahrung mit GNU Radio? Das ist schon mal sehr schön. Also wenn ihr in DP, wenn ihr daran interessiert seid, ist es recht einfach mit GNU Radio da einzusteigen. Wenn nicht, müsst ihr ein bisschen drüber lernen, aber es ist nicht allzu viel Arbeit. Es gibt sehr viele Beispiele, wie man da reinkommt. Also hier sind die, hier ist meine Aufzeichnung über GNU Radio. Der erste Schritt ist das Signal rauszufiltern. Es gibt nicht so viel dazu, nicht darüber zu viel zu sagen, und ich bin jetzt zu Baseband gewechselt. Ich habe also das Ganze auf 0 Hertz gesetzt, damit das Ganze. Das ist eine Standardvorgehensweise. Man zentriert das Signal und man filtert dann weiter. Jetzt wollen wir das PSK finden, und es gibt einen Standardweg, das zu machen. Man nimmt den Filter und man multipliziert es mit sich selbst. Das ist wie hoch 2, also das Signal hoch 2. Und was passiert, wenn ich das Spektrum angucke, ist, man bekommt diese Sprünge. Direkt. Das bedeutet, dass das Signal BPSK ist. Wenn das Signal QPSK wäre, würde ich diese Spitze nicht bekommen. Jetzt nehme ich das Ganze hoch 4. Bei QPSK, also bei BPSK ist es nur hoch 2. Man kann es natürlich auch mit höheren PSK-Sachen machen. Also es gibt einen ziemlich einfachen mathematischen Grund, das so zu machen, aber ich möchte da nicht zu weit reingehen. Wenn jemand Fragen hat, bitte später. Wir wollen natürlich auch die Baudrate wissen, also wie viele Samples pro Sekunde. Es gibt natürlich da auch einen Standardweg, das zu machen, diese Analyse zu vorzunehmen. Es ist, und das involviert die folgende Berechnung. Es gibt diesen GNU Radio Flow Graph dazu, und man multipliziert es dazu mit dem Komplexen, und es ist nicht kritisch, wie viele Samples man hinterherhängt, aber man muss das Signal ein bisschen hinterherlaufen lassen. Und dann kommt man auf das Ergebnis. Und dann bekommt man den DC-Frequenzkomponenten. Wir sind interessiert daran. Okay, das sind 4,2 Kilowatt. Gut. Jetzt, nachdem ich weiß, dass es ein BPSK-Signal ist und dass es 4,2 Kilobaud sind, kann ich die Demodulation machen. Das ist ein Standardverfahren. Da gibt es ein echt schönes GNU-Radio-Tutorial dafür.
Also wenn man damit anfängt mit GNU Radio, mit ganz einfachen Sachen, dann empfehle ich echt, das Tutorial mal anzuschauen. Standardverfahren für BPSK-Demulation. Man hat ein Automatic Gain Control, um den Level zu kontrollieren. Damit funktioniert die Signalverarbeitung besser. Es gibt dann eine Clock Recovery. Und hier kommen jetzt die 4,2 Kilobaud hinein als Samples pro Symbol. Ich habe so und so viele Samples pro Sekunde. Ich weiß nicht genau wie viele, also 4,2 Kilo Symbole pro Sekunde in meinem Signal. Das ist der Quotient. Und damit kriege ich jetzt meinen Takt und die Symbole habe ich dann. Und dann die Frequenzfeinabstimmung ist, die Frequenz ist immer ein bisschen daneben. Dieses Konstellationsdiagramm würde sich so ein bisschen rotieren, verdrehen, also das wollen wir nicht, das wird hierdurch gelöst. So schaut das Konstellationsdiagramm dann aus. Jeder Punkt ist eines der Symbole, die wir empfangen. Und die clustern sich um ein Zentrum herum. Das ist sozusagen das Bit 1. Das auf der anderen Seite ist dann das Bit 0. Wenn man also zwei Punktwolken hat, die sich sehr schön voneinander unterscheiden, dann ist das Signal sehr gut. Dann kann man eine Linie in der Mitte ziehen und alles links ist rot und 0 und alles auf der rechten Seite ist dann 1. Das Problem ist, wenn diese Wolken sich miteinander überschneiden und dann kriegt man einen Bitfehler. In dem Fall, also hier ist es jetzt gut und wir können weitermachen. Ja, wie funktioniert das Coding jetzt? Ich habe also 4,2 Kilobaud, aber die Bitrate ist nur die Hälfte davon. Ja, also 2 Kilobit pro Sekunde. Das hat uns Autonet so auf der Webseite erzählt. Also wir wissen, dass hier Forward Error Correction, dass ein fehlerkorrigierender Code verwendet wird. Also die Hälfte der Bits werden verwendet für die Fehlerkorrektur. Wenn man Bitfehler bekommt, dann ist das kein Problem, denn die Hälfte der Bits werden für die Korrektur verwenden, womit man dann Bitfehler eben korrigieren kann. Also nochmal, wir wissen nicht, was für ein Korrekturschema verwendet wird, was für ein Korrekturalgorithmus verwendet wird. Also probieren wir einfach mal das populärste Schema. Das wird wirklich überall verwendet, ist CCSDS, also zum Beispiel verwenden das Satelliten-Sonden für Deep Space. Aber es gibt da so ein paar Parameter, die man verändern kann. Es gibt ein sehr gutes Tool von Balensieber, das heißt AutoFAC. Das steckt man einfach in den GNU Radio Signalgraph hinein und dann probiert es einfach Parameter für den Viterbi Decoder aus. Und das macht es so lange, bis es dann die richtige Kombination findet, wo dann die Bit-Error-Fehlerrate tief ist. Und dann geht man davon aus, das sind die richtigen Parameter. Wenn man das also so macht, dann habe ich herausgefunden, dass der CCSDS-Code, der verwendet wird, einfach der standardmäßige ist, aber mit zwei vertauschten Polynomen. Das ist ein technisches Detail. Es gibt zwei Polynome, die verwendet werden, um den Code zu generieren. Die heißen normalerweise Polynom A und B. Also erst Polynom A, dann Polynom B. Outnet macht es andersrum. Die machen erst Polynom B, dann Polynom A. Also das muss man halt wissen, ansonsten funktioniert es halt nicht. Gut, wenn wir das jetzt also mal erkannt haben, dann können wir jetzt GNU Radio mit dem Viterbi Decoder verwenden und dann schaut das also folgendermaßen aus. Also zunächst einmal müssen wir jedes Symbolpaar vertauschen, das war jetzt wegen dem Polynom, weil die ihn auch vertauscht. Dann nehmen wir den normalen GNU Radio Decoder. Der gibt ja Bytes aus. In jedem Byte sind 8 valide Bits oder Symbole drin.
Gut, das sind also ein Byte und gibt 8 Bits aus. Und jetzt wollen wir uns mal den Bitstrom anschauen, ob es da irgendwie ein Muster gibt. Und außerdem laufen 2 Viterbi-Decoder in Parallel. Der eine auf dem Strom und der andere auf dem verzögerten, auf einem verzögerten Strom. Warum? Weil, wenn man Viterbi-Decoding macht, dann kommen die Symbole in Paaren und man muss die in Paaren verarbeiten. Und wenn man sich die Symbole anschaut, dann weiß man nicht, ob das Symbol vorher oder später kommt. Also versucht man mal was auf dem einen Zweig der Verarbeitung und das andere versucht man auf dem anderen Zweig der Verarbeitung und auf der einen Seite funktioniert es und auf der anderen Seite funktioniert es überhaupt nicht. Das ist ja dann egal. Irgendwann weiß man dann, worum es geht. Ich habe also 2 Decoder, die den Bitstrom ausgeben und das schaut irgendwie ziemlich nach Müll und zufälligen Daten aus. Das heißt, also wir brauchen jetzt irgendwie hier einen Entschlüssel. Davon, das war uns eigentlich schon vorher klar, weil sonst hätten wir ja hier irgendwie im Waterfall Muster sehen müssen und die haben wir nicht gesehen. Also muss es irgendwo eine Verschlüsselung geben. Denn eine Verschlüsselung macht Muster in Noise. So, jetzt müssen wir aber das umdrehen und müssen die Entschlüsselung finden. Okay, so now what do you gut, do? Also wie machen wir das jetzt? Again, you try the most popular the scramblers. Also wir versuchen jetzt einfach mal die ganz normalen, populären D-Scrambler. Aber alle, die ich kannte, haben nicht funktioniert. Was machen wir also? Aber wir haben ja schließlich ein Binary, was funktioniert. Und da können wir ja mal reingucken in den Assembly-Code. Das ist hier der AMD64 Code, ja, man kann das so einigermaßen hier erkennen wohl, das ist der Assembler-Code für den der Entschlüsseler im Closed-Source-Empfänger. Naja, nehmen wir uns das her und jetzt habe ich hier einfach mal übersetzt auf C-Code, ein bisschen leichter, sodass es halt besser lesbar ist. Und so schaut jetzt dann die Entschlüssler-Funktion am Ende aus. Und jeder, der den Entschlüssler verstehen möchte, kann sich das angucken. Ich habe das noch nie so gesehen, aber es ist tatsächlich ziemlich populär in der geostationären Industrie. Er heißt IESS 308, der ist der Standard. Das ist ein Standard von Intelsat. Dieser Standard ist nicht offen. Sie geben es nur raus. Sie geben das Ganze nur an Partners raus. Und es ist eine wirklich schöne Beschreibung. Also, wenn irgendjemand diesen Entschlüssel gesehen hat, das sind Shift-Register, der das irgendwie multiplikativ macht. Aber das Neue in dem ganzen Ding ist der Zähler da oben. Das ist wie ein multiplikativer D-Scrambler, aber jetzt, wo wir den Code haben und wissen, wie es funktioniert, können wir es selber implementieren und es in GNU Radio einbauen. Und jetzt können wir es in unseren Verarbeitungsprozess einbauen und uns die Daten angucken. Man kann da ein paar Muster sehen. Das Ganze muss von links nach rechts, von links nach rechts und von oben nach unten gelesen werden. Also man hat so ein paar Bits, die aber konstant sind. Das kann man hier sehen. Das sieht ziemlich gut aus. Und der nächste Schritt ist dann, wie wir an die Frames kommen. Also wo Frames anfangen und wo sie aufhören. Also, wie wir das machen, wir können uns den Bitstream angucken und schauen, ob wir irgendwelche Muster finden. Also irgendwie Starter-Frame und Ender-Frame. In dem Fall ist es aber viel einfacher. Wir können uns nämlich den SDR100-Binary angucken und können uns die Namen der Funktionen in dem Assembler-Code angucken. Und ein paar Funktionen haben HDLC Namen. Das ist ein Framing-Protokoll und so kann man das dann entschlüsseln. Also deswegen vermuten wir jetzt HDLC.
Und es gibt natürlich Tools für GNU Radio, um das Ganze zu zerlegen. Aber ich hätte gerne die GRKIS Packets. Also das ist dann das, was sie tun. Das ist dann die Ausgabe des Scramblers. Wir tun das in den HDLC Deframer. Und es gibt hier den Parameter-Check FCS-Parameter, um die Integrität der Frames zu prüfen. Jedes Mal, wenn man sowas macht, will man immer den Check überspringen. Wenn man es also auf falsch setzt, überspringt es Frames, wo der Check vielleicht wäre. Aber wenn man BPSK empfängt, gibt es eine Unsicherheit, ob man an der 1 oder 0 guckt. Auch wenn man an den richtigen Bitstream guckt oder ob man den invertierten Bitstream anschaut. Also deswegen geht man einfach mal her und nimmt an, dass es der richtige Stream ist, aber man invertiert es auch nochmal, um sicher zu sein. Und einer von den beiden wird das richtige Ergebnis zurückbringen, aber es ist uns ja egal, welcher, weil wir haben beide. Also einer von diesen beiden wird am Ende Frames rausschmeißen. So wie wir zwei Decodier-Branches hatten, haben wir jetzt zwei HDLC-Branches. In diesem Fall sogar vier, weil wir das natürlich auf jeden Decoder-Stream einmal machen müssen. So, jetzt haben wir Frames und wie kriegen wir daraus jetzt Dateien? Natürlich, was man macht, man guckt sich jetzt erstmal die Hexdumps an und wenn man sehr schlau ist, kann man das mit OnDD schreiben und sehen, was passiert. Also man kann Frames einfach in den Unix-Sockets reinstecken und gucken, was passiert. Und das Protokoll, was Autonet benutzt, sind spezielle Protokolle. Ich habe bis jetzt nie sowas gesehen. Deswegen darf ich sie so nennen, wie ich will. Und das ist jetzt ein Standard. Das ist jetzt ein Standardframe. Kann irgendjemand irgendwelche Struktur erkennen? Nein, niemand. Okay. Am Anfang die FFF. Ist das, was meine Aufmerksamkeit auch auf sich gezogen hat. Das sieht aus wie eine Broadcast-Adresse. Das sieht aus wie eine Ethernet-Adresse. Das macht sehr viel Sinn in einem Broadcast-Network. Ja, das ist ein Ethernet-Frame. Denn man hat die Broadcast-Destination, die Sender-MAC-Adresse und dann den Custom-Ether-Type von Autonet. All die Frames und die größten Frames, sind 276 Bytes groß. Das ist wahrscheinlich so gewählt, weil es genau eine Sekunde braucht, um so einen Frame zu übertragen. Das ist, man seine eigene Antenne hat und man weiß dann innerhalb einer Sekunde, ob man Frames empfängt oder nicht. Also schauen wir uns mal das Level 3 Protokoll an. Das Autonet-Protokoll oder OP. Das ist ein Broadcast-Netzwerk. Das einzige Aufgabe ist, Fragmentierung zu handhaben. Es ist ein sehr convoluted Weg, das Ganze zu zerlegen. Und es hat ein paar Bytes, ob man zu sehen, ob es das letzte Fragment ist oder nicht. Und für den Fall, dass man ein fragmentiertes Paket hat, hat man ein Byte, was die Anzahl der Fragmente angibt, des Paketes, oder die Nummer des letzten Fragments. Und natürlich hat man einen Zähler dabei, der die Nummer des aktuellen Pakets hochzählt. Also das Ganze handhabt nur Fragmentierung. Und man hat eine Paketgröße mit 16 Bytes. Das Protokoll, was benutzt wird, ist LDP, was ziemlich ähnlich ist zu UDP. Das ist dazu benutzt, um verschiedene Dienste im Netzwerk zu erkennen. Es ist auch nicht leicht,
ob es einen Empfängerport gibt und einen Senderport. Das kann man aus den Daten nicht sagen, aber das ist mir eigentlich ziemlich egal, weil ich habe zwei Ports, die den Dienst identifizieren und ich benutze das A-Feld und das B-Feld. Und die und dann hat man die Paketgröße und natürlich die Checksumme. Neben Dateiübertragung ist auch Zeitpakete zu übertragen. Es ist dazu gedacht, Dienste zu benutzen, die kein NDP haben. Wie man hier sieht, hat man hier den ASCII-Code für ODC2. Das heißt Alternate Data Casting 2. Das ist die Bodenstation für die amerikanischen Satelliten. Und dann gibt es was, wo ich nicht weiß, was es ist. Und dann hat man den Unix Timestamp. Und jedes Mal, wenn der Empfänger so ein Paket bekommt, liest den Zeitstempel und aktualisiert seine Zeit. Und da ist auch ein bisschen Padding, weil Pakete immer 46 Byte mindestens groß sein müssen. Das liegt an dem grundlegenden Ethernet-Protokoll. Jetzt gehen wir dazu, wie werden Dateien übertragen. Eine Datei wird einmal während seiner Zeit übertragen. Daher kann man mehrere Broadcasts gleichzeitig haben. Jede Datei wird aufgesplittet in 242 Byte-Blocks. Und es werden LDBC-Codes verwendet, um das, wenn man die Datei nicht empfängt, kann man das mit der Forward Error Correction noch richten. Und es gibt drei Pakettypen. Es gibt einen File Announcement, was dem Empfänger sagt, es kommt jetzt eine Datei. Dann kommen die File Blocks, also den Inhalt der Datei. Und danach kommen die Error Correction Blocks. Und die werden dazu benutzt, um Blöcke, die man nicht empfangen hat, zu rekonstruieren. Also diese Datei-Blocks und Forward Error Correction Blocks sind unterschiedlich, kommen nacheinander. Große Dateien beinhalten XML. Und die sind mit X509-Zertifikaten zertifiziert, um Spoofing zu verhindern, weil der Empfänger dieses Zertifikat hat, um zu gucken, ob dieses Paket ordentlich signiert ist, und wenn nicht, dann kann man es ablehnen. Die Information, die man hieraus haben will, ist die Größe, der Hash, der Dateipfad und für den Forward Error Correction Code. Also File-Block-Pakete, wir haben hier die Datei-ID, dann die Block-Nummer und dann den Block-Inhalt. Das ist also, wie ein Paket aufgebaut ist und übertragen ist. Und wenn wir jetzt die ganzen Informationen zusammen haben, können wir uns jetzt eine Python-Implementation schreiben, was die Frames empfängt und daraus Dateien baut. Wir waren noch nicht fähig, die LDPC-Codes zu reverse-engineeren. Aber das hindert uns nur dran, wenn wir einen Block nicht empfangen, können wir die Dateien daraus nicht wiederherstellen. Aber wenn wir kriegen zum Beispiel die MAC-Adresse der Bodenstation. Aber das Nette daran ist, dass wenn ein neues File-Announcement kommt, zum Beispiel von Amazon kommt, ist eine Wikipedia-Seite. Das ist gegen 18 Uhr. Und 13 Minuten später wird dann die Seite übertragen, bekommt man all die File-Blocks und man kann dann daraus die Datei herstellen und auf die Festplatte speichern. Also was wir jetzt haben, wir haben die ganze Dokumentation, über die ich hier geredet habe, und ein bisschen mehr in meinem Blog und das natürlich den GNU-Radio-Receiver, der die Frames in Echtzeit ausgeben kann.
über oder aus KISS Recordings. Und man hat dann die Python-Implementation, die entweder echte Streams nimmt und daraus Dateien herstellt oder aus den KISS Recordings. Also was über das LDPC-Entschlüsselung? Also da haben wir jetzt noch nicht so viel Fortschritt gemacht, aber ein bisschen. Es gibt den Status auf GitHub. Wer Interesse hat, soll zu mir kommen. Ich habe keine Motivation, den Binärcode jetzt zu zerlegen und das Ganze darauf aufzuschlüsseln. Also was können wir jetzt noch machen? Also ein Satellitenmodem, das die X509-Zertifikate, die benutzen einen CN mit der Adresse, die auf der Folie steht. Und ODC3 ist zum Beispiel für Europa. Man kann irgendwas anpingen und über HTTP drauf zugreifen. Und jetzt ist der HTTP-Port zu, aber früher war sie offen, die sie benutzt haben, um die Dateien hochzuladen. Also man konnte sich früher einfach einloggen und Dateien hochladen. Ich kam da leider nicht weiter, aber das war jetzt vielleicht mehr als einen Monat her. Es ist ein riesiger Sicherheitsfehler gewesen. Und wenn man wissen will, was das für ein Modem war, das war ein M7-Modem. Man kann die Dokumentation raussuchen, wer Lust hat, man kann es ja googeln. Das ist zum Beispiel das Datenblatt von dem Modem. Ich habe das in Gelb markiert, was in Outnet benutzt wird. Aber es ist wahrscheinlich keine gute Idee, das so zu machen. Also das ist jetzt für die Fault Error Correction Modulation und das Ganze. Und für die, also es sind nur die Standardeinstellungen des Modems, die benutzt werden. Und es hat sehr nette LDPC-Codes, die es sehr viel schwerer machen würde, das zu zerlegen. Die sie hätten benutzen können, anstatt den sie benutzen. Was sonst noch? Naja, man hat jetzt die IP-Adressen von den Bodenstationen. Man kann sie natürlich auf der Karte finden, wenn man wissen will, wo sie sind. Also die amerikanische ist in Toronto, die in Europa ist in Amsterdam. Also, es würde mich sehr interessieren, wenn jemand mal dem Uplink-Signal zuhören könnte. Ich kenne die Frequenz nicht, aber richte mal deine Schüssel auf das Uplink-Signal aus. Und das Ganze ist halt recht cool, weil das, was hochgeht, kommt auch wieder runter. Man kann gucken, ob man den Uplink empfangen kann. Und wenn du ihn empfangen kannst, dann kann man gucken, ob man das Signal, ob man sogar die Bodenstation finden kann. Wahrscheinlich eine ziemlich große Satellitenschüssel. Für Asien und Pazifik steht das Ding in Neuseeland. Was sonst noch? Der Datendurchsatz sind 20 Megabyte pro Tag. Das ist das, was Outnet verspricht. Ist das wahr? Wir können das jetzt einfach ausrechnen. Also wir haben jetzt Dateien, die in 242 Bytes pro Block gesendet werden. Inside einem 272 Byte großen Ethernet Frame. Das sind 12%. 12% des Datenvolumens nur für Header. Dann das nächste ist, was die meisten Dateien benutzen, sind LDPC-Codes mit einer Error-Correction-Rate von 0,83%, was nochmal 20% des Datenvolumens sind. Das Ganze sind 30% des Datenvolumens, die dafür draufgehen. Und die Bitrate sind 2,1 Kilobits pro Sekunde maximal.
Da gibt's, also das ist wahrscheinlich weniger, weil HDLC da ein bisschen Bits zusammenschiebt. Also man kriegt wahrscheinlich nur 15 MB durch pro Tag. Wenn ein Megabyte 124 Kilobyte sind, wenn man die 1000er-Konvention benutzt, kommt man natürlich auf 16 MB. Es sind aber nicht die 20 Megabit, die uns versprochen wurden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Thank you, Daniel. Vielen Dank. Do we have questions? Haben wir Fragen? For questions, please use the microphones. Für Fragen stellt euch bitte an die Mikrofone. And we also have Signal Angel. Do we have questions from the internet? Haben wir Fragen aus dem Internet? Yes, we have. Ja, wir haben Fragen aus dem Internet. Actually, the Scrambler. Der Scrambler ist es eine Verschlüsselung oder ist es hat es einen anderen Grund, warum man das macht? Also Sie meinen diese ganze Reverse Engineering Geschichte da, wie das funktionierte? Die meisten Technologien sind für andere Dinge nützlich. Meistens geht es ums RF-Processing. Das meiste ist im Amateur-Radio-Standard auch in kommerziellen Satelliten übertragen. Ich weiß aber nicht, ob das die Frage war. Die Frage war, du hast ja einen D-Scrambler gebaut. Warum ist das Signal überhaupt gescrambled? Ach so, warum ist es verschlüsselt? Ja, gut, also es ist folgendermaßen. Wenn man Daten hat, haben die Daten normalerweise Muster irgendwie drin. Hier zum Beispiel, jedes Mal, wenn der Ethernet-Kopf kommt, dann kommen diese FFFFF-Blöcke und das ist der Broadcast-Mark. So, also jedes Mal, wenn es irgendwie im Bitstrom Muster gibt, wenn man das jetzt irgendwie moduliert, mit BPSK oder irgendwas anderem, dann gibt es auch ein entsprechendes Muster in der Frequenzdomäne. Das ist nicht gut, performancemäßig, F-mäßig ist das nicht gut. Man kriegt dann weniger Performance in Bezug auf die Signal-Rausch-Verhältnisse. Und Interferenz ist schlechter. Also wenn man digitale Daten auf RF übertragen möchte, und dann sorgt man dafür, dass das Signal komplett zufällig ausschaut, bevor es in den Modulator reingeht. Und das macht man mit dem Scrambler. Etwas, was man aber leicht halt wieder entschlüsseln kann oder entscrambeln kann. Ja. Thank you. Vielen Dank. Question? Noch eine Frage von Mikrofon 1. Hi, I understand the overhead for the error correction. Ich verstehe den Mehrverbrauch für die Fault Error Correction, aber warum benutzen die 14 Bits für den Header? Naja, wenn man nochmal zurückgeht und sich die Dokumentation hier anguckt für das Satellitenmodem, wo ist es? Ja, hier. Genau, hier oben. Also es unterstützt verschiedene Input-Formate, Eingangsformate. Also es gibt eine Maschine, die die ganze Broadcast-Software laufen lässt in der Bodenstation und das steckt man in das Satellitenmodem hinein. Und die müssen ja sich irgendwie miteinander unterhalten. Ja, die müssen ein gemeinsames Protokoll benutzen. Das sollte einfach sein, damit sie es leicht implementieren können. Ethernet ist okay und das ist echt einfach. Warum man jetzt die Ethernet-Header über die Luftstrecke überträgt, ich denke, das ist in der kommerziellen Applikation so vorgesehen. Wenn man ein echtes Ethernet-Netzwerk über Satelliten macht, wo es verschiedene Stationen geben kann, dann kann es halt wie eine Ethernet-Brücke funktionieren. Das ist wohl der Grund.
Vielen Dank, Mikrofon 2, bitte. Hast du Pakete gesehen, die nicht an die Broadcast-Adresse gegangen sind? Ich glaube schon. Also ich kann hier nochmal mir die Aufnahmen angucken. Hast du irgendwo die Dumps online? Nee, ich habe keine Dumps, aber auf dem Computer habe ich welche. Auf alle Files habe ich auf dem Computer, die ich benutzt habe. Ich denke, ich habe schon Sachen gesehen, die nicht Broadcast waren oder was zumindest nicht dieses Schema war mit dem Custom Header. Also vielleicht war es ARP oder irgendwas anderes, was wahrscheinlich nicht gebroadcast hätte werden sollen. Also ja, ich habe da was gesehen, aber ich weiß nicht wirklich, was es war. Aber ich kann mal nachgucken nachher. Ja, ja. Passiert schon mal. Thanks. And I think we have a question from the internet. Und noch eine Frage aus dem Internet. Thank you. Vielen Dank. Ich habe erstmal einen Kommentar. Die vier Bits, Bytes vor dem Unix-Timestamp, könnte sein, dass es ein 64-Bit-Timestamp ist. Das ist zwar keine Frage. Es gibt keinen nutzerbasierten Uplink. Also was wird gebroadcastet? Wer entscheidet das? Ja, das geht also etwa so. Ich weiß es nicht ganz genau, aber so wird es erklärt von Autonet. Also es gibt ja auch einige, die es interessiert, was da eigentlich gebroadcast wird. Es gibt eigentlich keine öffentliche Liste von dem, was gebroadcast wird und was nicht. Also der meiste Content per Bandbit ist Wikipedia, sind die populärsten Wikipedia-Files. Mir schaut es etwas zufällig aus, aber es ist Wikipedia. Was sie auch übertragen, sind Wetterinformationen. Das ist vor allem für Segler auf der hohen See nützlich. Ein paar kleine Files für Amateurradien, APAS, hat das jemand gehört mal? Wie auch immer, das, also Autonet verschickt es einfach. Und schließlich können auch die Benutzer Content vorschlagen, der übertragen werden soll. Also Files, die maximal 10 Kilobyte groß sind, die werden also moderiert und angeschaut vorher, um da also halt zu verhindern, dass irgendwas Bösartiges übertragen wird, wie auch immer. Die Moderation ist nicht offen. Das ist übrigens eine interessante Frage, was wird eigentlich verschickt und warum? Thank you. Another question. Vielen Dank, noch eine Frage. Noch eine aus dem Internet? Okay. Keine Fragen mehr. So in, this case, in diesem Fall, vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deinen interessanten Vortrag. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Vielen Dank. Und das war es dann auch von uns. Hier waren Fritz und Wolfgang. Ich hoffe, wir waren nicht